Vielen Dank für die Einladung. Ich muss gestehen, das ist die erste Veranstaltung seit 2,5 Jahren. Ich bin mal froh, die digitale Welt verlassen zu können und auch mal die Leute kennenzulernen, die hinter den Projekten stehen, die ich jetzt seit 2019 eigentlich betreue. Man hat meistens Telefonate. Ich glaube, selbst eine Videokonferenz hatten wir jetzt so in den Projekten bisher noch nicht. Da ich nicht keine großen Grußwortkompetenzen habe, habe ich mir einen kleinen Vortrag mitgebracht, um sozusagen auch in die nächste Phase überzuleiten. Ich wollte gerne etwas sagen zum Waldklimafonds und zu dem, was die FNR ansonsten noch fördert, also was wir an Projekten machen. Vorab aber ein Danke für Ihr Engagement. Also ich denke, wir brauchen Forschung, um zu verstehen, wie der Wald im Klimawandel funktioniert und wie wir ihn dabei unterstützen können, sich anzupassen, sei es durch aktive Maßnahmen oder auch durch eher begleitende Maßnahmen, unterstützende Maßnahmen. Aber die Kommunikation und Bildung, die gerade auf Bundesebene oder regional laufen, sind, glaube ich, ein wichtiger Baustein, um auch in der Gesellschaft das Thema zu verankern und auch Wissen zu transferieren in die bestimmten Bereiche, wo sie dann auch gut genutzt werden können. Also insofern möchte ich mich aussprechen für halt Ihre Maßnahmen, die Sie auch bei der SDW im Wesentlichen machen. Die werden auch zukünftig auch im WKF sicherlich eine wichtige Rolle spielen. Ein kurzer Überblick, weil Klimafonds, Förderprogramm Nachwachsende Rohstoffe, eigentlich das große Standbein der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe, ein Programm des BMA seit 1993, in dem viele Projekte gelaufen sind. Früher noch ohne Wald, seit 2006, 2007 hat der Wald auch dort eine große Rolle gespielt und immer weiter eine immer größere Rolle gespielt. Tatsächlich seit 2014 ein sehr, sehr wichtiges Standbein. Da kam das Thema Wald so richtig ins Rollen, auch bei uns als Projektträger. Die Förderrichtlinie Waldklimafonds, eine schöne Förderrichtlinie, die aber leider ausläuft zum 31.12. Es wird aber eine neue geben. Hier auch der Dank an BML und auch an BMUV, dass sie den Waldklimafonds ins Leben gerufen haben und ihn auch weiterhin unterstützen werden. Es wird an einer neuen Förderrichtlinie gearbeitet. Die wird etwas anders aussehen. Die Ziele werden aber die gleichen sein, nämlich den Wald bei der Anpassung an den Klimawandel zu unterstützen. Der Fokus wird mehr auf tatsächlich Praxistransfer gelegt werden. Also wenn Projekte dann mehr den Nutzen für die Praxis herausstellen. Das ist aber, kann halt auch eine Kombination aus Forschung und Praxis sein. Wie das dann gestaltet ist, werden wir sehen. Dies wird wahrscheinlich hauptsächlich über Förderaufrufe in Zukunft laufen, dass man bestimmte Themen seitens der Ministerien benennt, zu denen dann Projekte eingeworben werden. Bleiben werden im Wesentlichen Maßnahmen wie jetzt hier die Förderschwerpunkte 4 und 5, nämlich die Forschung und die Information und Kommunikation. Um Ihnen mal einen Überblick zu geben, was läuft im Waldklimafonds. Derzeit 281 Projekte mit einem Gesamtvolumen von 113,6 Millionen Euro. Und hier sehr deutlich zu sehen, Forschung ist der größte Bestandteil. Maßnahmen, die in die Praxis gehen, also Anpassung an den Klimawandel und Sicherung, Erhöhung der CO2-Bindung, ist eher tatsächlich eine untergeordnete Rolle, hat aber auch andere Gründe, weil es dort auch andere Förderprogramme gibt, die deutlich effizienter arbeiten. Sie sehen aber auch, dass Information und Kommunikation und der Holzproduktspeicher dort ungefähr eine gleichberechtigte Stellung haben. Ein paar allgemeine Projektbeispiele. Wie gehe ich zukünftig mit Laubholz um? Wie entscheide ich mich, was ich mit dem Laubholz mache? Ein Projekt. Projektion des Wald-CO2-Vorrates. Das war ein Projekt, wo es darum ging, für WHAM auf Waldwachstumsmodelle mit Waldwachstumsmodellen zu verknüpfen oder ein Projekt Präventions- und Nachsorgestrategien zum Schutz der Wälder gegen Waldbrände. Das war ein Aufruf, der 2020, meine ich, schon rausging, der sehr gut läuft, zu dem es viele tolle Projekte gibt. Informationen zu allen Projekten finden Sie auch bei uns auf der Homepage der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe. Ein paar Projektbeispiele. SDW-Projekte habe ich jetzt nicht mit aufgeführt. Die werden und wurden ja auch schon genannt, also die sind ja auch ansonsten Thema, deshalb mal ein paar andere Beispiele. Brennpunkt Wald, eine sehr schöne Homepage, wo es darum geht, Jugendliche im Bereich Waldbrandprävention aufzuklären. Oder das Bildungsvorhaben Wald und Holz,
Das ist auch ein abgeschlossenes Vorhaben. Die Unterlagen sind auch schon verfügbar, können auch auf der Homepage der FNR abgerufen werden oder beim Zeitbildverlag. Dort geht es um allgemeine Themen zu Wald und Holz und wie man die an Schüler weitergeben kann. Ein wichtiges Vorhaben in Richtung Wissenstransfer und Vernetzung ist das Wikiweb 2.0, das derzeit von der AGDW getragen wird. War ein großes Projekt, was aus dem Risikomanagement heraus entstanden ist und was jetzt eine Plattform bieten soll, um Forstbetriebsgemeinschaften zu vernetzen, aber auch um Wissen aus Forschung oder aus den Ländern in Richtung Waldbesitz zu transferieren. Also auch ein Projekt, an dem man sich gerne beteiligen kann. Im Förderprogramm Nachwachsende Rohstoffe, auch hier ein paar Projekte außerhalb des SDW-Bereichs. Es gab aktuell einen Aufruf Kommunikation für Wald-Naturschutz und nachhaltige Waldbewirtschaftung. Da haben, ich glaube, dieses Jahr die Bewilligungen stattgefunden der Vorhaben. Zwei Beispiele, Kommunikation für erholungsbasierte Nutzungskonflikte im Wald, ein Verbundvorhaben. Oder das Vorhaben Kommunikation für nachhaltige Waldbewirtschaftung und Waldnaturschutz. Es ist tatsächlich so, dass die meisten Vorhaben in diesem Bereich sich darum drehen, wie ich Konflikte auflösen kann, die sich zwischen dem Waldbesitz und den Erholungssuchenden ergeben. Das ist eigentlich in verschiedensten Weisen, wird dieses Thema dort aufgegriffen. Ein anderes Vorhaben vom EFI, die ja auch bei Martelloskopen sehr aktiv sind, ist ein Vorhaben, wo es darum geht, Bürger im Grunde genommen in so eine Bürgerforschung mit einzubinden, auf die Flächen zu holen und denen den Wald zu erklären und daraus auch eine Rückkopplung zu gewinnen. Also wie sieht der Bürger den Wald und verändert sich auch seine Sicht auf den Wald, wenn er tatsächlich direkt in die Aktivitäten dort einbezogen wird. Ein anderes Vorhaben, Naturparke und Biosphärenreservate als regionale Kommunikationsplattform. Hier geht es halt auch darum, diese regionalen Aktivitäten zu untersuchen und zu stärken, weil nur auf Bundesebene wird es nicht laufen. Die regionalen Aspekte sind ja doch sehr unterschiedlich und sollten auch betrachtet werden. Und das ist halt hier anhand der Naturparke und Biosphärenreservate. Auch hier steht tatsächlich wieder so mehr die Konflikte im Vordergrund. Das ist scheinbar ein Thema, was die Leute sehr anspricht, was Forschung und Wissensvermittlung angeht. Ein paar Projekte und Aktivitäten der FNR. Das Exkursionsnetzwerk Navarro machen Schule. Ich glaube, da ist die SCW noch nicht dran beteiligt. Das wäre ein bisschen. Wäre für Klimakönner, wäre das, also Klimakönner wäre prädestiniert dafür, da sich auch einzubringen. Dort wird versucht, eine Deutschlandkarte aufzubauen mit außerschulischen Lernorten, wo sich Lehrer dann reinklicken können, um außerschulische Lernorte rauszusuchen, die sich mit Bioökonomie, mit der Nutzung nachwachsender Rohstoffe beschäftigen, um Schülern halt dieses Thema nahezubringen. Und dieses Projekt soll vermitteln und unterstützen. Eine Unterstützung ist auch zum Beispiel die Bildungsmediathek der FNR, wo die verschiedensten Materialien und Artikel für Bildung verfügbar sind, von jedem runtergeladen werden können, genutzt werden können. Und bei uns gibt es auch Leute, die dann halt zur Verfügung stehen für Fragen, Anregungen oder auch für Kooperationen. Dann gibt es noch einen Schulwettbewerb Torfrei Gärtnern, der relativ neu ist. Dort gibt es auch für Schüler was zu gewinnen. Also man kann sich dort bewerben mit Aktionen, die man durchführt. Die muss man dokumentieren und einreichen. Ich glaube, es gab 10 Preise à 500 Euro. Und das Gleiche ist beim Kita-Wettbewerb Nachhaltig spielen. Dort kann man auch seine Aktivitäten dokumentieren, einreichen. Und auch dort werden Gelder in Form von Gutscheinen dann als Preisgeld ausgegeben. Das war's von meiner Seite und ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Tagung und ich hoffe, dass wir viele schöne Erkenntnisse gewinnen können.